Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal rund um Bürostühle. Heute gibt es mal ein sehr besonderes Video und zwar zum Thema atmungsaktive Bürostühle, die besonders für heiße Sommertage sehr gut geeignet sind, da sie hier für eine sehr gute Durchlüftung sorgen. Da wollen wir uns heute mal die Top 5 der besten und beliebtesten atmungsaktiven Bürostühle uns mal anschauen, mal hier die Vor- und Nachteile miteinander vergleichen und dann auch hier zum Schluss unseren Vergleichssieger krönen. Mit dabei sind sehr interessante Modelle, die auch vom Preis her wirklich hier einiges bieten können und günstig sind. Und daher würde ich sagen, bleibt bis zum Schluss dran. Dann starten wir auch sofort durch. Wir fangen direkt an und los geht's. Und zwar mit Platz 5. Und auf diesem Platz landet bei uns der Durafi D01 Bürostuhl mit Netzbezug. Und dann würde ich sagen, gehen wir kurz hier auf die Vor- und Nachteile zuallererst ein. Wir haben zum einen mal hier einen sehr günstigen Preis. Er ist einfach zu verstellen, hat eine Nackenstütze mit dabei, hat bequeme Armlehnen, hat eine Lordosestütze, hat eine drehbare Kopfstütze und eine Liegefunktion. Die Nachteile: etwas dünne Rollen und ein härterer Sitz. Ja, soweit so gut. Also hier wirklich ein guter Bürostuhl. Da müsst ihr vielleicht noch die Rollen austauschen und dann passt hier soweit alles. Wir gehen mal kurz zu den Produktdetails über. Wir haben zum einen hier eine Belastbarkeit von bis 150 Kilogramm, eine Schaukelfunktion bis zu 120 Grad, hat einstellbare Lendenstütze. Wir haben eine Sitzhöhe von bis zu 48 cm und eine Gesamthöhe von bis zu 135 cm. Das Eigengewicht beträgt hier 15,8 Kilogramm, was hier vollkommen in Ordnung ist und somit auch nicht allzu schwer ist. Das würde ich sagen, gehen wir auf die Produktseite drauf. Den Link dazu, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf diesen Link drauf und dann kommt ihr direkt zu dieser Seite und müsst euch den nicht mal selbst manuell heraussuchen. Dann gehen wir kurz auf den Preis, der näher ist ebenfalls sehr günstig. 119 Euro aktuell auch im Angebot und hier ein Amazon-Tipp, also ein sehr beliebtes Produkt, was praktisch hier auch zahlreiche gute Bewertungen genießt. Wir gehen weiter zu den technischen Daten. Da steht nochmal alles drin, wie die Abmessung, das Gewicht und auch noch weitere Informationen. Da gibt es nochmal ein paar schöne Bilder dazu. Also er ist sehr ergonomisch, man kann auch hier damit wirklich sehr lange sitzen und auch die Technik dahinter, die ist vielversprechend und hochwertig. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zum Schluss mal kurz auf die Bewertungen ein und gucken uns die nochmal kurz in aller Ruhe an. Auch hier sieht soweit alles gut aus. Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier top. Wirklich sehr einfach zum Aufbauen und auch sonst wirklich ein sehr guter Bürostuhl, der einfach hier seinesgleichen sucht. Schaut euch den also mal an. Den Link, den gibt es wie gesagt unten in der Videobeschreibung. Würde ich sagen, gehen wir auch gleich weiter und zwar hier zu Platz 4. Und dort landet bei uns der Shio M90D Bürostuhl und auch hier würde ich sagen, gehen wir kurz direkt die Vor- und Nachteile durch. Und da hätten wir zum einen mal hier einen sehr günstigen Preis. Wir haben hier einen Netzstuhl mit 3D-Armlehnen, eine VIP-Funktion, einer sehr großen Kopfstütze, er ist sehr rückenschonend und auch hier wirklich sehr gut belastbar. Die Nachteile: etwas mittelmäßige Qualität und unten sind teilweise auch etwas dünne Rollen angebracht. Dann würde ich aber sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter und zwar zu den Produkten. Eigenschaften. Da können wir schon sehen, wir haben hier eine Belastbarkeit von bis zu 150 Kilogramm. Man kann hier die Sitztiefe einstellen, der hat eine verstellbare VIP-Funktion, eine Sitzhöhe von 43 bis 53 cm und eine Gesamthöhe von bis zu 129 cm. Das Eigengewicht beträgt 21 Kilogramm, was aber eigentlich auch völlig in Ordnung ist. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter auf die Produktseite. Den Link dazu, den gibt es selbstverständlich auch hier unten in der Videobeschreibung, also schaut mal rein, klickt mal jetzt direkt auf den Link drauf, da kommt ihr direkt auf diese Seite, müsst euch hier nochmal den Bürostuhl nicht mal selbst manuell heraussuchen. Es gibt hier zwei verschiedene Farben, einmal grau und schwarz und der Preis 239 Euro und das ist auch hier wirklich vollkommen gerechtfertigt. Also ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wir gehen mal kurz weiter runter zu den weiteren technischen Details. Hier steht nochmal einiges drin, auch zu den Abmaßen und zum Gewicht und zu dem Material. Dann hier nochmal der Hersteller an sich, Shio. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal kurz die weiteren Details durch. Da könnt ihr nochmal hier die ganzen Winkel und die weiteren Abmessungen sehen. Alles hier im Detail und natürlich auch die Rollen und die Wippmechanik. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir nochmal kurz weiter runter zu den Bewertungen, denn die können sich ebenfalls sehen lassen. Wir haben also hier sehr gute Bewertungen, wo hier wirklich einige ihre Erfahrungen geschildert haben. Es ist wirklich ein toller Stuhl mit einem guten Preis und auch sonst ist hier alles top. Jetzt würde ich aber sagen, gehen wir gleich weiter zu Platz 3. Und auf diesem Platz dann bei uns der Dacor Max DAZ Bürostuhl. Da würde ich sagen, gehen wir auch hier direkt auf die Vor- und Nachteile kurz ein. Also, er hat zum einen einen sehr günstigen Preis, eine exzellente Qualität. Er ist einfach zu verstellen, hat eine Lordosestütze mit dabei, hat eine Kopfstütze. Er ist langlebig und hat bequeme Armlehnen. Die Nachteile: er ist etwas schwer und die Rollen sind etwas primitiv. Also, da solltet ihr vielleicht die Rollen austauschen, wenn ihr euch diesen Bürostuhl dann kaufen solltet. Dann gehen wir weiter zu den Produkten.
Favorite heißt, wir haben hier eine Belastbarkeit bis zu 150 Kilogramm, eine S-förmige Rückenlehne, einen gut gepolsterten Sitz, eine Sitzhöhe von bis zu 55 cm und eine Gesamthöhe von bis zu 128 cm. Das Eigengewicht beträgt 13 Kilogramm und auch sonst gibt es hier wirklich sehr viele Vorteile, die für sich sprechen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal kurz direkt auf die Produktseite drauf. Den Link dazu, um herzukommen, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Schaut dort mal rein, klickt dort mal direkt auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt auf diese Seite. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz zum wichtigsten Teil über, und zwar zum Preis. Der kostet aktuell 148 Euro und ist ein Bestseller Nummer 1 auf Amazon. Also ein sehr beliebtes Produkt, was hier wirklich zu einem Top-Preis zu haben ist. Von dem her, ich kann es euch nur empfehlen, schaut euch den unbedingt einmal normal in Ruhe an. Hier nochmal die weiteren technischen Details im Überblick, wie natürlich auch hier ein paar schöne Abbildungen. Der macht auch optisch einiges her, wirkt sehr modern und der Netzbezug, der sorgt auch dafür, dass ihr praktisch hier im Sommer nicht schwitzen müsst und eine sehr gute Belüftung habt. Dann können wir da nochmal die weiteren Features im Überblick sehen und auch hier die einzelnen Zubehörteile. Sieht soweit gut aus und auch die Gasdruckfeder, die ist hochwertig und passt. Ja, dann gehen wir zum Schluss mal kurz auf die Bewertungen ein. Gehen die nochmal kurz in aller Ruhe durch. Da könnt ihr schon lesen, wir haben hier zum einen einen sehr günstigen Büroschuh, der aber auch hier wirklich sehr viele Vorteile besitzt. Und auch sonst gibt es ja zahlreiche positive und gute Bewertungen. Also schaut euch den mal an, den Link, den gibt es unten in der Videobeschreibung. Klickt dort mal drauf und geht es nochmal hier am besten alle Ruhe durch. Dann gehen wir auch weiter zu Platz 2. Und dort landet bei uns der Tikova M8 Bürostuhl und auch hier gibt es gleich sehr interessante Vorteile, die wir hier durchgehen werden. Wir haben also hier zum einen mal ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben hier eine hohe Rückenlehne, eine Dosestütze, eine Kopfstütze, eine 3D-Metallarmlehne. Wir haben hier ein hochwertiges Netz und natürlich auch rückenschonend und belastbar ist er. Der einzige Nachteil hierbei, der etwas mittelmäßige Haltbarkeit, aber ich denke mal, damit kann man dann durchaus leben zum kleinen Preis. Wir gehen mal kurz weiter zu den Produktdetails. Wir haben also hier bis 128 Kilogramm belastbar. Er hat eine W-förmige Ausführung, ist gut gepolstert, hat eine Sitzhöhe von 42 bis 54 cm, eine Gesamthöhe von 106 bis 132 cm und ein Eigengewicht von gerade einmal 17 Kilogramm. Ja, sieht soweit eigentlich auch sehr gut aus. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal kurz auf die Produktseite drauf. Und auch hier gibt es selbstverständlich den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also falls ihr daran jetzt Interesse haben solltet und sagt, okay, der Bürostuhl, der gefällt mir, dann klickt am besten jetzt mal drauf. 249 Euro ist hier der aktuelle Verkaufspreis. Wir haben einen Amazon-Tipp, also ein sehr beliebtes Produkt. Und auch hier wird Amazon ja gut bewertet. Und auch hier würde ich sagen, gehen wir mal kurz die weiteren technischen Daten dazu durch. So sieht er also genau aus. So kommt er also daher, auch optisch. Macht hier einiges her. Wir haben hier einen sehr guten Kundenservice, einen hochwertigen Standard und auch hier ein sehr professionelles Design und sehr gute Abmaße. Ein toller Netzbezug, sehr viele Verstellmöglichkeiten und auch hier ein praktisches Rollenkreuz. Ja, so viel dazu. Ich würde sagen, wir gehen nochmal kurz zum Schluss auch hier die Bewertungen durch. Da können wir schon sehen, wir haben also hier wirklich einen überraschend guten Bürostuhl, ein echt guter Stuhl und auch sonst sind die Bewertungen hier wirklich sehr gut und auch sonst wird er hier wirklich als erstklassiger Bürostuhl bezeichnet. Also schaut euch mal den Link an, klickt mal drauf und dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zu Platz 1, unserem Vergleichssieger. Und dort landet bei uns der Shio M18 im Bürostuhl und auch hier würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Vor- und Nachteile davon ein. Da hätten wir zum einen mal auch hier einen sehr guten Preis, er ist hier auch toll verstellbar, wir haben eine Lordosestütze mit dabei, eine Kopfstütze, Armlehne, der ist sehr komfortabel, rückenschonend und auch hier wirklich sehr gut belastbar. Die Nachteile, die Kopfstütze wackelt teilweise etwas, aber ich denke mal, darüber kann man dann auch hinwegsehen. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal kurz auf die Produktdetails dazu ein. Also wir haben hier eine Belastbarkeit von bis zu 150 Kilogramm, er hat eine W-förmige Ausführung, er ist sehr gut gepolstert, hat eine Sitzhöhe von 43 bis 53 cm, eine Gesamthöhe von 109 bis 130 cm und ein sehr schönes und komfortables Eigengewicht von gerade einmal 16,8 Kilogramm. Jetzt würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal kurz weiter auf die Produktseite drauf. Auch hier gibt es selbstverständlich den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein, klickt mal drauf und dann könnt ihr euch hier nochmal den Bürostuhl in aller Ruhe anschauen. Von diesem Modell gibt es übrigens zwei Farben, Orange und Schwarz. Wir haben hier einen guten Preis von 259 Euro, auch hier ein Amazon-Tipp. Also ein sehr beliebtes Produkt auf Amazon, was jetzt hier schon wirklich zahlreiche tausende Bewertungen dann auch hier bekommen hat. Und somit können wir uns auch hier wirklich einen sehr guten Gesamteindruck davon machen. Hier nochmal die weiteren Details und Bilder im Überblick. So sieht er praktisch also aus. Hier nochmal die Marke Shio.
Und da können wir auch schon sehen, er macht auch hier wirklich einen tollen Eindruck. Wir haben hier sämtliche Maße, auch hier wirklich sehr viele Verstellmöglichkeiten, was auch hier wirklich optimal für einen ergonomischen Bürostuhl dann wäre. Jetzt gehen wir zum Schluss mal kurz die Bewertungen dazu durch. Da können wir auch schon sehen, wir haben also hier wirklich einen guten Schreibtischstuhl mit einem tollen Service. Wir haben hier ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und auch sonst gibt es hier wirklich zahlreiche gute Bewertungen mit 4 oder 5 Sternen. Also ich würde sagen, steht also fest, unser Vergleichssieger wäre jetzt hier der Shio M18 Bürostuhl. Wir gehen nochmal kurz die wichtigsten Vorteile im Überblick durch. Wir haben also hier zum einen mal einen sehr guten Preis. Er ist gut verstellbar, hat eine Dosestütze mit dabei, eine Kopfstütze und natürlich auch selbstverständlich sehr bequeme Armlehnen. So, das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer gibt es alle Informationen und Links dazu unten in der Videobeschreibung. Also schaut mal rein, klickt mal drauf. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also bis bald.